Wieso ist doch eine EM-Ball mit Unterschriften? Ist das noch irgendwo? Ist da was im Wald? Okay. Ey, Digga, das ist gerade echt komisch, der Ball, das war eben nicht. 3, 2, 1. Wow! Warte! Was ist denn? Warte, schick mal. Speicherkarte. Ich bin so gespannt, wenn wir die reinschieben, was da rauskommt. Leute, es sind jetzt 2 Tage vergangen, seitdem wir diese Speicherkarte hier gefunden haben aus diesem Ball. Ich frage mal Calvin, was hier abgeht. Was sollen wir machen? Die Leute schreiben, ich bin schon das Video, ich gucke schon die Kommentare von dem Video. Was schreiben die Leute, Mann? Wir können mal in die Kommentare reingucken. Viele schreiben mir zum Beispiel ein wichtiges Comic. Genau, genau. Safe Game Master, guckt einfach rein und seht, was euch erwartet. Und wenn es der Game Master ist, dann fragt ihn, was er will und ob ihr nicht mal zusammenarbeiten könnt. Okay, sehr optimistisch, aber der Game Master wird safe niemals mit uns zusammenarbeiten. Ja, und, gegen uns, Alter. Ja, viele schreiben halt, guckt ins Video rein, sind neugierig. Und ja, guckt rein, steht ja meistens. Und ich würde sagen, ich habe ein bisschen Angst, Alter. Man hat schon Angst, das Spiel wieder zu eröffnen. Ja, aber wir hatten den ja von der Backe und nicht, dass wir den jetzt wieder beleben oder keine Ahnung. Alle sagen, ey, guckt rein. Echt? Und, ja, man, die Mehrzahl will, dass wir reingucken. Okay. Und ja, ich bin auch neugierig. Ja, ich hab ihm gesagt. Ist halt menschlich, ne? Ja. Ich würde einfach sagen, komm, ich schieb mein MacBook rein. Wir können ja immer noch schnell Kreuz drücken, wenn da irgendwas Komisches ist. Ja, meinst du, ist nicht zu spät dann, Alter? Sobald wir es reinschieben, könnte auch ein Virus sein oder so, weißt du? Ach so, so ein Trojaner, weiß nicht, ne? Aber wir müssen es testen eigentlich, oder? Die Leute wollen das. Antivirusprogramm läuft. Wir ziehen es durch, Mann, komm! Okay, ich hol den Laptop. Und dann ab ins Studio, wir gucken mal rein. Schieben die SD-Karte jetzt gleich rein. Hier ist der Laptop, Leute. Das ist richtig gruselig. Da könnte alles drauf sein. Es geht dann alles durch den Kopf. Es war einfach in dem Ball drin, diese SD-Karte. In dem Ball drin. Unerklärlich und... Leute, hättet ihr die jetzt aufgemacht oder nicht, Alter? Okay, die meisten natürlich, ja. Ne? Aber wenn ihr jetzt echt in dieser Situation seid, wir sind dafür in dieser Situation. Ist unangenehm. Man denkt sich, wenn das Spiel wieder losgeht mit dem Game Master, weil viele haben geschrieben, hey, save the Game Master. Vielleicht ist es auch gar nicht vom Game Master. Ja. Ist klar, dass wir das könnte jeder sein, könnte auch irgendeine perverse sonst was sein. Könnte alles drauf sein. Ja. Kriminalfall könnte drauf sein, man weiß es nicht. Gucken, ob wir hier einen neuen Fall eröffnen. Wir werden entsprechend handeln, je nachdem, was wir jetzt hier sehen. Ich mach den Laptop auf. Alter. Wir können mal erstmal reinschieben und gucken, da kann ja eigentlich nichts passieren, oder? Oder könnte sich dann schon Virus entfalten? Leute, schreibt es in Kommis. Schade, dass wir nicht, wieso haben wir nicht ein extra MacBook dafür geholt? Ja, das ist jetzt mit dem Arbeiten das dauert jetzt ein bisschen lange, ne? Eigentlich bräuchte man echt einen extra Laptop. So Experimente, wenn man mehr sowas findet. Aber zur Not, ja, kaufen wir einen neuen, ne? Ja, wir sind jetzt mal optimistisch und schieben das Ding einfach rein. Ja. Wird schon gut gehen, oder? Ich hoffe, Mann. Okay, wir schieben jetzt mal rein und gucken, was abgeht. Okay, Kamera läuft. Also, auch wenn das Video jetzt gleich abgebrochen wird, haben wir den Beweis, was wir hier gesehen haben. Ja, würde ich auch sagen. Ob wir es zeigen können, wissen wir nicht. Ich schieb die Karte rein. Ich schieb rein, Digga. Bist du ready? Ja, bin ready. Also nicht wirklich, aber schon. Let's go. X, nicht X. Nicht öffnen. Nicht öffnen steht da noch. Boah, ey, das macht es ja gerade noch schwerer. Ey, das dürfen wir nicht aufmachen. Oder will die Person, dass wir da draufklicken? Das steht nicht öffnen, das heißt, wir öffnen das nicht. Alter. Wir öffnen ganz ehrlich, wenn ihr das gesehen hättet, nicht öffnen. Das steht nicht öffnen. Also aber ich glaube, die wollen echt triggern, dass man da draufklickt. Ey, ich schwör's dir. Nein. Stell dir vor, wir hätten, vielleicht denkt die Person... Ey, das steht doch nicht öffnen. Wir hätten jetzt hier noch... Also ich würde sagen, wir klappen diesen Laptop zu. Sollen wir das überhaupt hochladen, das Video dann? Oder einfach... Wir vergessen diese ganze Sache. Oder Instagram-Story machen, ey, wir haben nicht geöffnet. Würde ich sagen. Wir machen zu den Laptop, vergessen die ganze Geschichte und gehen einfach schlafen. Aber irgendwie auch diese Ungewissheit, man hat so... Junge, nein. Drauf sein, Digga. Nein. Da steht da einfach nicht öffnen drauf. Da steht nicht öffnen, wie soll das nicht öffnen? Aber das schreibt man doch nur, wenn man da will, dass man draufklickt, oder? Nein, Mann. Leute, Mann, nein. Können wir ja das ist sehr verlockend, ich weiß, aber... Das ist komisch, also ich will mich in diese Person hineinversetzen. Was will die Person? Was will die von uns? Dass wir es nicht öffnen. Steht da. Ganz klar, aber Anweisung befolgen und fertig. Aber Nervenkitzel. Ganz einfach. Anweisung befolgen und fertig. Ja klar, man könnte jetzt so raus sein, wir können die SD-Karte vernichten. Das reicht mir, Alter. Reicht dir das nicht? Ja doch, eigentlich will ich damit nichts zu tun haben. Ja also, wenn du jetzt schlafen gehst und dann morgen aufwachst, ist mir egal. Dann denkst du doch daran. Nein. Ich bin so ein Mensch, ich kann so Sachen nicht vergessen. Nein.
Kannst du so schnell abhaken? Ja. Ist so kühl. Ja. Das hätte ich auch gern, aber ich würde sagen, wir brechen die ganze Sache ab, blasen das ab. Soll ich einfach öffnen? Nein! Nur, lass mal gucken, die ersten Sekunden. Nein! Dann ist es zu spät, wenn wir draufgeklickt haben. Ey, guck mal, wir haben da eine Bildschirmaufnahme am Laufen. Das Ding ist, selbst wenn das was Heftiges ist, was wir uns nicht angucken dürfen, ja, dann haben wir es ja direkt nach ein paar Sekunden abgebrochen, falls wir das irgendwie abklären lassen müssen, dieses Video, was auch immer das ist, ne? Dann haben wir bewiesen, wenn das jetzt die Aufnahme läuft, dass wir es direkt abgebrochen haben. Wir haben es ja nur 1-3 Sekunden geguckt, weißt du? Das steht nicht öffnen, Mann. Ja, ich öffne das jetzt mal. Nein! Kevin! Oh mein Gott! Nein, ich wusste es, Mann! Ich wusste es! Ja, warum öffnest du das? Ich hab gesagt nein! Ey, ganz ehrlich, ich glaube, wir werden beobachtet. Ey, jetzt auch zu spät. Wenn ich dieses Gesicht schon sehe. Oh mein Gott, Alter, das ist doch der Game Master, oder nicht? Was hat der auf der Stirn, Alter? Wir kommen da nicht mehr raus, Mann. Ja, jetzt zu spät, Mann. Warum hast du drauf gedrückt? Ich hab dir nein gesagt, Mann. Ich dachte, die ersten Sekunden, da kann man noch reagieren, aber jetzt direkt das Gesicht vom Game Master, die Maske. Guckt einen schon so penetrant an, das war's. Wir sind im Spiel drin, was auch immer der jetzt will. Wie lange geht das? 2:30 oder 2:30 Minuten? 2 Stunden oder? Was ist das für Zahlen hier auf einmal? 2 Minuten? Ich glaub, das ist voll die verfluchte Datei, Alter. Das sieht schon so groß aus. Das sieht nie so aus. Ey, Mann, ey. Wir sind am Arsch. Ich wette, wenn jetzt will ich es auch wissen. Jetzt müssen wir Play drücken. Leute, ihr habt richtig gelegen. Viele haben gesagt, Game Master, wir dachten aus, aber wir wollten es nicht wahrhaben. Ja. Der war doch im Urlaub, Mann. Okay, wir müssen Play drücken. Komm, das kann man keine Wahl. Bist du bereit, Mann? Nein, aber mach jetzt. Hallo Kevin und Marvin. Wenn ihr diese Nachricht gerade seht, habt ihr euren größten Fehler eures Lebens gemacht. Ich hab's dir gesagt. Oh Gott. Der sagt dasselbe wie den größten... Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, wir sind tiefer drin, als wir gerade denken. Der hat uns wieder komplett... Ey, der hat uns jetzt komplett in der Mangel. Der hat auch kontrolliert, dass wir diesen Ball öffnen. Der wusste genau, wie wir handeln. Junge... Dich hat der kontrolliert, du hast das aufgemacht. Digga, du hättest so eh nicht schlafen können. Kelvin ist schuld, Mann. Du wärst nach 2-3 Tagen eh auch. Tu nicht so, Mann. Ja, trotzdem, Alter. Du hast geklickt, Mann. Jetzt musst du die Konsequenzen tragen, Mann. Sei doch im Hier und Jetzt. Was machen wir jetzt, Mann? Ja, wir müssen das jetzt angucken. Ey, größten Fehler des Lebens. So kann das Video schon mal super anfangen. Komm jetzt. Das Spiel beginnt wieder. Ich hab doch gesagt, wir sind drin. Ich bin aus dem Urlaub zurück und habe wieder Lust zu spielen. Um es kurz zu machen, zähle ich euch nochmal die 3 Regeln auf, an die ihr euch halten müsst. Verstoßt ihr gegen diese Regeln, gibt es Konsequenzen. Das wisst ihr ja bereits. Oh, weißt du noch die Konsequenzen, immer als wir Regeln gebrochen haben? Damals, mein Autoreifen. Kems Autoreifen. Der alte Wagen. Ey. Oh, shit. Digga, der ist platt. Warum ist der platt? Der ist platt, guck mal hier. Oh, shit. Ey, der ist platt, Mann. Meinst du, er hat uns den zerstochen oder was? Alter, ich glaub schon. Oder war da eine Falle? Hast du jemanden gesehen? Nein, Leute, das war mitten auf dem Weg irgendwo. Ja, hier kann man es nochmal sehen. Komplett aufgerissen. Der wurde reingestochen. Ey! Auf dem Weg damals, als wir nachts unterwegs waren, einfach der Reifen geplatzt. Ja, Mann. Ey, oh mein Gott. Das meint er auch gerade, das wisst ihr ja noch mit Konsequenzen. Also das sind harte Konsequenzen. Also wir dürfen die Regeln nicht brechen. Oh mein Gott. Die merken wir uns natürlich. Zum Glück sagt er die nochmal. Die schreiben wir Leute, uns gleich. Leute, wir müssen uns diese Regeln jetzt merken. Ja, die schreiben wir uns gleich noch. Falls wir die vergessen, Leute, wir müssen uns immer wieder diese Regeln schreiben. Hier nochmal die Regeln für euch Idioten. Erste Regel. Befolgt die Regeln. Die zweite Regel. Ihr dürft mich nur Game Master nennen. Game Master, okay. Die dritte Regel. Stellt keine Fragen. Okay, die kannte ich noch von früher, ey. Ja, die haben wir zu spät. Das Spiel wird folgendermaßen ablaufen. Ihr werdet verschiedene Aufgaben für mich erfüllen müssen. Wenn ihr diese Aufgaben erfolgreich erfüllt, erhaltet ihr Belohnungen. Ihr habt die Möglichkeit, Bonusbelohnungen zu erhalten. Hört jetzt ganz genau zu. Ich werde während den Aufgaben Masken verstecken, die ihr sammeln könnt. Und bei mir abgeben könnt. Gebt ihr mir 3 Masken, erhaltet ihr eine kleine Belohnung. Okay, cool. Gebt ihr mir 5 Masken,
erhaltet ihr eine mittlere Belohnung. Oh, sogar ein Anreiz. Gibt ihr mir 10 Masken, erhaltet ihr eine umso größere Belohnung. Alter, ey. 10 Masken? Ey, ich dachte, wir sind jetzt, also klar sind wir irgendwie am Arsch, aber irgendwie ist das auch eine krasse Gute. Also wir können was bekommen. Wir können auch mal was bekommen und werden nicht nur rasiert. Wir dürfen die Regeln, aber die, oh, manchmal sind die Spiele so hart. Ja, wenn ja. wir die nicht schaffen, was passiert dann? Oh. Geht ihr darauf auch ein? Boah, das ist die Sache. Wir können gewinnen, aber können auch was verlieren. Bei jeder Aufgabe immer die Masken beobachten. Okay, wir müssen. Oh, okay. Was? Also das heißt, 3 Masken kleine Belohnung, 5 mittlere und 10 eine große. Alter, aber was gibt ihr uns dann? Boah. Alter, okay, krass. Das heißt, wir müssen nur 3 Masken sammeln und kriegen immer Belohnung. Ich denke mal, wir werden schon so neugierig sein und die ersten 3 Masken vielleicht einlösen. Aber und wer weiß, ob wir die halt finden. Genau, mal gucken, wie schwer die überhaupt zu finden sind. Aber krass, dass wir diesmal Belohnung haben können. Krass. Und okay, lass weiter. Klingt interessant. Das Spiel wird sofort beendet, wenn ihr mir meine Maske abnimmt. Habt ihr das verstanden? Also der meint damit nach Motto, nehmt mir niemals die Maske. Also wenn mir eine Game Master persönlich die Maske abnimmt, wird das Spiel beendet. Ja, wir haben es ja letztes Mal versucht. Ja. Mann. Hat er nochmal deutlich jetzt gerade gemacht. Ja. Aber ich frag mich, was ist dann? Also, was der meint ja, das Spiel ist dann beendet. Und er hat nichts weiter gesagt. Vielleicht verschwindet er dann. Der ist nicht drauf eingegangen. Weil ich stell dir vor, wir nehmen den die ab. Ja. Und was ist da dann? Dann ist das Spiel beendet. Das hätte er schon längst gesagt, es gäbe Konsequenzen. Ja. Das ist schon komisch. Das ist komisch. Lässt er gerade sehr offen. Ja. Diesmal werdet ihr mich nicht mehr so schnell los. Ich werde euch immer beobachten. Also denkt gar nicht daran, Dummheiten zu machen. Ich werde euch die Tage um 3 Uhr nachts Koordinaten zukommen lassen. Also bleibt wachsam. Sobald ihr diese erhaltet, macht ihr euch umgehend auf den Weg dorthin. Wow, das war's. Ist das Video vorbei? Ja. Okay. Boah. Alter. Bedeutet, wir müssen jetzt jede Nacht warten? Der hat die meint, um 3 Uhr nachts schickt er uns Koordinaten. Okay, Leute, das bedeutet, wir werden auf jeden Fall eh jede Nacht wach bleiben. Unser Rhythmus ist eh gerade so und wir werden dann einfach für Brownies ordentlich zocken und uns wach halten. Deswegen checkt doch unseren Gaming-Kanal ab. Und wir werden hier mal Updates machen, wenn es was Neues gibt. Also, das heißt, wir können ja, weil viele Fragen auch in den Kommentaren mal. Dann kommt hier ein Video. Wir können hier nur Videos machen, wenn wir eine Aufgabe vom Game Master bekommen. Ja. Und in der Zwischenzeit checkt er einfach Brownies ab. Hat er überhaupt gesagt, wann? Nee, die Tage. Also müssen wir jeden Tag jetzt um 3 Uhr nachts. Ja, ja, deswegen. Bis 3 Uhr nachts wach bleiben. Deswegen meine ich, können wir es aussortieren auf Brownies für den Gaming-Kanal zocken. Dann zocken wir mal bis 3 Uhr nachts auf unseren Gaming-Kanal Brownies. Und stellen uns den Wecker schon so auf 2:55, damit wir direkt wachsam sind. Ja, ja. Weil der beobachtet uns ja. Falls dann die Koordinaten kommen, kommt ja hier auf dem Hauptkanal das Video direkt. Will ich direkt wahrnehmen. Nicht, dass wir um 23:01 Uhr und dann, ey, ihr habt nicht reagiert oder so. Ja, wir Mann. Müssen schnell reagieren. Okay, Leute, also ich würde sagen, hier auf dem Hauptkanal. Machen wir dann einfach Updates, wenn es was Neues gibt. Ja, ja. Solange sehen wir uns dann auf Brownies. Genau. Dort kommen täglich Gaming-Videos. Wenn ihr uns täglich sehen wollt. Und hier dann immer, wenn es was Neues gibt. Ja. Wir müssen halt immer abwarten können. Oh mein Gott. Alter. Leute, sollen wir dann zu diesen Koordinaten, gebt einen Daumen hoch, wenn wir dann dahin sollen. Ja, Mann, schreibt doch in die Comments, was ihr davon haltet. Und nachts. Daumen hoch, wenn wir dahin sollen, Mann. Alter. Puh. Ey, Digga, was geht wieder los, Digga? Es geht wie, es ist gerade wie ein Traum. Ja, ich realisiere das noch gar nicht. Ich auch nicht. Ich habe nicht mal geglaubt. So, ich hatte doch so geglaubt, ah, das ist was anderes irgendwie. Ja. Ey, wie krank. Ey, der Game Master ist auch so. Ey, Leute, zurück. Teilt das mit allen euren Freunden, jeden, den ihr kennt. Der Game Master ist zurück. Teilt das, das muss jeder wissen. Teilt das mit eurer Oma, euren Opa, eurer Familie. Das ist ein, jeden, den ihr kennt. Ja, Mann, der ist zurück. Punkt. Alter. Haben wir jetzt hier auf Video die Bestätigung. Yo. Der Game Master ist back. Meinst du, heute Nacht könnte es schon kommen? Ja, ich werde auf jeden Fall safe jede Nacht jetzt wach bleiben. Alter, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf Brownies wieder, Leute, solange hier nichts passiert. Genau. Sehen wir uns auf Brownies und wenn es was Neues gibt, dann laden wir natürlich hier ein Video hoch. Ja, Mann. Bis dahin. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Peace.